Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Kollege Dr. Opdenbrink, ich kann es mir nicht ersparen, aber mit diesem Tiefgang können Sie auf der Düsselsee segeln gehen. Es ist nicht auszuhalten, wie Sie diesen Strohhalm, der Ihnen einzig übrig bleibt in dem Thema Haushalt und Finanzen, wie Sie den überstrapazieren. Er knickt eigentlich, er ist schon bei Ihrer Rede abgeknickt, Herr Kollege. Ich will ihn mit den Soll- und Ist-Zahlen von 2013, 2014 und 2016 das deutlich machen. Wir hatten 2013, 2014 zwischen Soll und Ist 97,6% Stellenbesetzung. Wir hatten zwischen 2014 und 2015 98,1%. Wir hatten einen leichten Rückgang 2016, 2017. Wir sind bei 96,6%. Man darf aber doch mal daran erinnern, wie viele Nachtragshaushalte wir auf den Weg gebracht haben, was die Herausforderungen in den Jahren waren. Wir haben über 4 Milliarden Euro Landesgeld bewegt in noch nicht mal einem Haushaltsjahr. Und dass die ganzen zusätzlichen Stellen, die im System sind, dann trotzdem zu 96,6% besetzt worden. Das ist ein großer Erfolg und das kann uns aber trotzdem nicht zufriedenstellen, weil in der Tat wollen wir die Stellen, die wir als Haushaltsgesetzgeber reinstellen in den Haushalt, die wir dort mit Geld hinterlegen, wo wir im Übrigen von Ihnen immer Kritik hatten, dass das zu viel ist, wo Sie dann in Ausschüssen so eine Doppelstrategie gefahren haben, Quantität ist ja nicht gleich Qualität und man verbessert nicht unbedingt das System Schule, nur damit man mehr Lehrerinnen und Lehrer reinsteckt. Das ist ja alles in den zahlreichen Wortprotokollen, die Herr Witzel beantragt, ist das ja Wort für Wort so nachzulesen. Also hören Sie doch auf, so zu tun und sich jetzt hinzustellen. Und dann darf man dann auch noch mal an Ihre Zeit erinnern. Sie tun ja immer so, ach, das ist 7 Jahre her. Ja, aber 2005 bis 2010 haben Sie über alle Ressorts 1,5% Personal abgebaut. Sie haben uns Lücken hinterlassen. Sie reden von der Demografie bei der Polizei. Sie haben sich doch noch nicht mal getraut, den Demografiebericht zu veröffentlichen, meine Damen und Herren. Dieses Bundesland hat von 2013 angefangen, von 2013 beginnend, lange Jahre als einziges Bundesland mehr Polizistinnen eingestellt, als in den Ruhestand ging. Alle anderen Länder haben gekürzt, auch die ganzen Innenminister aus den neuen Bundesländern, die alle von der CDU sind, mit der Konsequenz, dass wir hier eine Reihe von Bereitschaften hatten, die an den Wochenenden nur in den Stiefeln standen in den neuen Bundesländern, wo sie uns dann hier in den Haushaltsdebatten diese Länder auch noch als glänzendes Vorbild dargestellt haben. So einfach geht es dann auch nicht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Abel, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Lohn? Ja, sehr gerne. Bitte schön, Herr Lohn. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Abel. Sie haben gerade Ausführungen zu den Einstellungszahlen und zu der Personalentwicklung im Bereich Polizei gemacht. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass es die rot-grüne Regierung war in den Jahren 2004 und 2005, die die Einstellungszahlen von 1.100 auf faktisch 480 mehr als halbiert hat und damit im Prinzip die Ursache dafür gelegt hat, dass wir alles wieder gut machen mussten? Herr Kollege Lohn, dann ja, ich bin bereit, das zur Kenntnis zu nehmen. Wenn Sie gleichzeitig bereit sind, zur Kenntnis zu nehmen, dass Sie dann 5 Jahre Zeit gehabt hätten, diese Zahlen wieder anzuheben. Sie haben diese Verdoppelung führte aber zu einem negativen Ist. Die Verdoppelung führte im Vergleich zu den Pensionen dazu, dass die Polizei Stellen verloren hat und dass wir nicht genügend Polizeibeamte im Vollzug hatten, meine Damen und Herren. Das gehört doch auch zur Wahrheit dazu. Und zur Wahrheit gehört dann auch dazu, dass wir die höchsten Einstellungszahlen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen in der Geschichte dieses Landes haben. Und es gibt doch, wir haben doch erst vorgestern auch darüber gesprochen, wenn da mehr Forderungen gemacht werden. Es sind sich doch noch nicht mal die Gewerkschaften einig, ob wir überhaupt genügend Ausbildungskapazitäten haben, um noch mehr ausbilden zu können. Das heißt, wir gehen da schon ans Limit, meine Damen und Herren. Und das kann man doch jetzt nicht wegwischen, wenn wir aufgestockt haben, dass wir nicht sofort, die Polizisten wachsen nicht an Bäumen und Lehrerinnen und Lehrer auch nicht. Wir müssen da ausbilden. Und das, was Sie 5 Jahre verpennt haben, das mussten wir aufholen und das haben wir aufgeholt. Und jedes Mal in der Haushaltsdebatte haben Sie sich hier hingestellt und die Neuverschuldung angeprangert und die zusätzlichen Stellen. Und Herr Witzel, wenn Sie hier am lautesten auch dazwischen brüllen, immer dieses Rumhacken auf der Umweltverwaltung, dann gehen Sie doch mal zu Veranstaltungen, wie zum Beispiel letzte Woche in Essen,
Informationstreffen für Tierschutzbeauftragte und Tierexperimentatoren. Und da hören Sie sich doch von der Wissenschaft und der Industrie das Lob an diese Landesregierung an, dass endlich beim Lahnhof Stellen geschaffen werden, um die Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Das ist für viele Unternehmen hier standortentscheidend. Sie geiseln das als Umweltbürokratie. Was Sie fordern, ist wirtschaftsfeindlich, Herr Witzel. 18.400 Stellen zusätzlich im System Schule, meine Damen und Herren. Der Zuwachs, den wir im Bereich Schule haben, ist gemessen an dem Zuwachs, den Sie zweifelsohne hatten zwischen 2005 und 2010. 1 Milliarde Haushaltsmittel und 1.000 zusätzliche Stellen. Wir haben viermal mehr Aufwachs, meine Damen und Herren. Wir haben im Vergleich zu 2010 18.400 zusätzliche Stellen im System Schule. Wir haben in NRW, wir haben das schon gesagt, mehr Polizei eingestellt als die anderen Bundesländer und auch als der Bund. Der Bund hat auch gespart bei der Bundespolizei. Und wir haben unsere Finanzverwaltung gestärkt. Wir haben mit dem jüngsten Haushalt verhindert, dass die mangelnde Umsetzung, die vor allen Dingen auch am Bund lag, bei der Kfz-Steuer und bei den Zollverwaltungsämtern, dass die Finanzverwaltung einen Teil der Stellen behalten darf. Wir haben 1.100 Stellen im Saldo mehr bei der Finanzverwaltung. Wir haben 42% mehr Betriebsprüferinnen, die für Steuergerechtigkeit sorgen und die dafür sorgen, dass die Einnahmen, von denen wir wichtige Zukunftsaufgaben dann finanzieren, dass die reinkommen. Also da kann ich Ihnen wirklich nur sagen, Sie müssen sich dann schon entscheiden. Erinnern Sie sich doch mal an die Haushaltsdebatte in dem Haushalt 2015, 2016, als der Herr Laschet sich hier hingestellt hat und ernsthaft in den Raum gestellt hat, das hat er so gefordert, ist auch alles dokumentiert und nachzulesen, dass wir hier wie das Saarland vorgehen sollen. Er wollte 10% der Stellen im öffentlichen Dienst, hat er hier zur Disposition gestellt. Und ich habe das dann noch mal bei Ihrer Webseite gesucht, meine Damen und Herren von der CDU. Komischerweise ist dieses Haushaltskonzept nicht mehr zu finden. Ich habe nur noch eine Kopie davon. Meine ernsthafte Bitte an Sie, ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Haushaltskonzept dann uns auch noch mal zustellen können. Wenn Sie es nicht tun, ist es auch gut, dann kann ich das wenigstens sagen. Aber diesen Zickzackkurs, den Sie hier über Jahre, diese Doppelstrategie, die Sie hier über Jahre durchgezogen haben, in den Haushaltsdebatten immer die Sparer und die Mahner zu geben und dann in jedem einzelnen Fachausschuss mit kleinen Anfragen in jedem Bereich zu suggerieren, wir würden nicht genug Personal ausstellen. Das haben die Leute wirklich durchschaut und mit dieser Taktik offenbaren sie eigentlich nur, wie verzweifelt sie sind, weil die Zahlen eben stimmen, meine Damen und Herren. Und ich will dann auch noch mal, weil das ja hier in den Raum gestellt wurde und weil Sie trotz anderer Zahlen, die wir zwischenzeitlich auch von der Landesregierung bekommen haben und der Maßnahmen, die die Schulministerin, die heute übrigens bei der Kultusministerkonferenz ist, das ist allen parlamentarischen Geschäftsführern hier im Raum bekannt, deswegen finde ich diesen Anwurf, der jetzt eben auch kam, nicht in Ordnung. Die Bildungsministerin ist bei der KMK und sie hat am 6. Februar im Schulausschuss am 8. Februar, Entschuldigung, ich korrigiere mich, am 8. Februar genau die Maßnahmen aufgelistet, die im Bereich Schule jetzt greifen. Und wenn dann alles, was von der Opposition ist, dazu kommt, was wollen Sie denn eigentlich machen? Wo waren denn Ihre Haushaltsanträge für mehr Personal? Wo waren denn Ihre Haushaltsanträge für die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen? Wenn Sie da mal nachgucken in die Historie, Sie finden da nichts. Es gibt keine Anträge von Ihnen. Von daher, wenn Sie ernsthaft den Anspruch haben, Verantwortung zu übernehmen für dieses Land, kommen Sie so einfach mit diesem Tiefgang nicht weiter. Und das ist weder redlich noch führt das irgendwie, weder ist das redlich noch bringt es das Land irgendwie weiter. Vielen Dank, meine Damen und Herren.